Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil des Imperial Knight Video Reihe. Im ersten Teil hatte ich soweit das Chassis fertiggestellt, beziehungsweise das Skelett. Alle silbernen Teile und goldenen Teile wurden von mir bemalt. In diesem Teil fange ich jetzt an, dass ich die Panzerplatten farbig mache. Ich habe mich da von dem Haus Mordhorn inspirieren lassen, was die Farbgebung betrifft. Ich muss zugeben, was den Fluff betrifft, was irgendwelche Regeln etc. betrifft, habe ich keine Ahnung. Muss ich ganz offen und ehrlich zugeben. Das war einfach das Farbschema, dieses gelbe, rote und dunkelgraue Farbschema. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so dass ich im Endeffekt einfach drauf losgepinselt habe. Und zwar habe ich damit begonnen, jetzt hier in dem Video oder auch in der Bemalung, dass ich erstmal alle Teile, die hinterher gelb werden sollen, eine Schicht Avalon Sunset verpasst habe. Ich finde, das ist ein schöner, sehr schöner Gelbton, der nicht allzu kräftig ist. Es ist halt kein leuchtendes Gelb, aber es ist ein meines Erachtens sehr schönes Gelb. Passend zu so einem Imperial Knight. Hierzu habe ich einen ganz normalen Pinsel benutzt, also auch nichts Besonderes. Und einfach die Teile, die ich hinterher halt in diesem Gelb haben will, einmal bemalt. Da ich den Imperial Knight in Einzelteilen bemalt habe, werdet ihr jetzt im Verlauf des Videos sehen, dass ich ab und zu mal wieder die Farbe wechsle zu Gelb, Rot. Das liegt ja daran, dass ich einfach manche Teile zum Beispiel während des Bemalens der einen Farbe übersehen habe oder vergessen habe. Oder dass ich während des Bemalens gemerkt habe, okay, gefällt mir vielleicht doch nicht so, wenn dieses Teil in der und der Farbe ist. Ähnlich wie jetzt auch zu sehen ist, dass ich die Schulterpanzer ja in diesem Gelb bemalt hatte. Ich hatte dann, nachdem ich alles soweit bemalt hatte, schon mal grob zusammengesetzt gehabt. Und da hatte mir das nicht gefallen mit dem gelben Schulterpanzer. Das werdet ihr aber sehen, im späteren Verlauf kriegen manche Panzerteile dann nochmal eine andere Farbe. Das liegt einfach daran, dass ich einfach während des Bemalens dann teilweise einfach mir das Farbschema irgendwie zurechtdenke und anfange zu malen und dann aber auch bereit bin, wenn es mir nicht gefällt, das nochmal umzuändern. Genau, wenn alle Teile ihre erste Schicht Avalon Sunset abbekommen haben, gibt es nochmal eine zweite Schicht hinterher, weil ich möchte schon, dass die Farbe möglichst deckend ist. Weil einfach das Silber, das schaut schon auch durch die erste Schicht so ein bisschen durch. Da braucht es dann teilweise zwei, drei Schichten Avalon Sunset, bis das dann schon deckt. Wenn ich hier von Schichten rede, heißt es auf jeden Fall, dass die Farbe natürlich auch nicht allzu dick ist. Also das ist jetzt kein, ich habe die Farbe ein bisschen verdünnt. Ihr wisst es vielleicht, dass ich die Farben ja in so Dropper-Bottles umfülle und das halt mit so einem Airbrush-Thinner mache. Dadurch sind meine Farben generell schon mal so ein bisschen dünner. Nur wenn ihr jetzt einen riesen Klecks Farbe habt, dann, was ich sagen will, verdünnt eure Farben, benutzt lieber mehrere Schichten. Das tut dem Modell auf jeden Fall gut, oder allen Modellen gut, als wenn ihr da einen dicken Klumpen Farbe auftragt. Das Kettenschwert möchte ich später in einem mit so einem Hazard Stripes drauf haben, das heißt gelb-schwarze Streifen drauf. Deswegen kriegt das Schwert von mir erstmal eine komplette Grundschicht in Avalon Sunset verpasst, die ich dann im späteren Verlauf abkleben werde. Ihr seht es dann im abgeklebten Zustand. Wichtig, was ich auch noch anmerken will, ich habe das den Imperial Knight komplett magnetisiert. Das heißt also, alle Waffenoptionen sind möglich. Also wenn ich ihn einsetzen will, kann ich ihn in jeder Form einsetzen. Ja, mit welchen Waffen ich habe. Sei es die Waffenarme oder oben die Zusatzbewaffnung auf dem Dach, ist alles austauschbar. Ist auch momentan so eine neue Masche, dass ich gerade so größere Modelle
magnetisiere. Ja, im zweiten Teil, wenn dann alles soweit gelb bemalt ist, gehe ich dazu über, dass ich mit Mephisto Red, ist auch so ein, vom Farbton finde ich, ist es ähnlich wie, wie das Gelb, vielleicht ein bisschen seniorig, habe ich schon mal hier in dem einen oder anderen Video gehört gehabt, dass der Begriff gefallen ist. Ja, würde ich auch das Gelb sagen, das Gelb, Blödsinn, das Rot sagen, dass das ist halt keine sehr knallige Farbe. Und es war auch mein Ziel, dass das Modell nicht allzu knallig wird. Ja, also auch hier wieder die Teile, wo ich meine, dass ich sie hinterher in einem Rot haben will, wurden dann rot bemalt, auch eine Schicht. Auf jeden Fall sollte man auch jede zweite oder manchmal sogar auch dritte Schicht einplanen. Und wie gesagt, wenn die Schichten dünn genug sind, ist das auch alles gar kein Problem. Und tut dem Modell auch gut. Ja, insgesamt, hatte ich ja im ersten Video schon mal erwähnt, habe ich gut 8,5 bis 9 Stunden mit der Bemalung des Imperial Knights habe ich dafür gebraucht. 8 bis 9 Stunden. Das war auf jeden Fall schon sehr, sehr lange für meine Verhältnisse. Und das ist auch der Grund, wie auch im ersten Video schon mal erwähnt, dass ich die Bemalung in mehreren Videos veröffentliche, sodass man, wer will, sich ja wirklich jeden Schritt angucken kann, ist das Ganze mit einem Zeitraffer ungefähr in sechsfacher Geschwindigkeit, wie es dann tatsächlich ist. Und die Bemalung als solches hat mir auch hier wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war einfach mal was anderes, so große Flächen zu bemalen, als immer diese kleinen von irgendeiner Miniatur. Also was das betrifft, war es auf jeden Fall mal wieder was Neues. Ja, nachdem dann alle roten Stellen soweit abgearbeitet sind, jetzt geht es hier gerade so langsam in die letzte Phase der roten Teile. Ja, ist mir aufgefallen, dass ich hier dieses Teil zuvor vergessen hatte, deswegen nochmal mit Avalon Sunset die, ich sag jetzt mal, Kopfpanzerung, den Hut des Guten, den hatte ich vergessen. Und der kriegt nochmal eine komplette Schicht Avalon Sunset ab. Bevor ich, ah ja genau, und dann nochmal die Schulterpanzer. Einfach damit das Gelb dann auch schön deckend ist. Schwert noch mal ein bisschen gelb. Und auch da hatte ich noch mal eine Stelle einfach übersehen gehabt. Deswegen sind dann die ganzen Malschritte teilweise so ein bisschen durcheinander, aber es ist genau in der Reihenfolge, wie ich das Modell halt auch bemalt habe. So. Dann den Deckel noch mal. Und dann kamen die grauen Teile. Genau, da ist diesmal eine Mischfarbe aus Abaddon Black und
Skavenlight-Ding. Habe ich ungefähr zu 60% schwarz und ungefähr 40% von dem Grauton benutzt. Und ja, auch dadurch, dass die Farbe auch ein bisschen also sehr dünn ist, deckt die natürlich auch nicht sofort. Man sieht das an manchen Stellen. Aber habe ich das hier in dem Video schon zwei, dreimal gesagt, das ist gar nicht so das Problem. Die Zeit sollte man sich nehmen, damit man eine schön glatte Oberfläche bekommt. Ich habe bewusst auch ein dunkles Grau genutzt oder gewählt als Grundfarbe. Einfach damit ich es halt auch mit Nulleulen noch abdunkeln kann. Man hätte jetzt vielleicht auch einen Schwarz nehmen können, aber Schwarz lässt sich halt sehr schlecht abdunkeln. Deswegen nutze ich dann in solchen Fällen immer lieber ein sehr dunkles Grau. Da habe ich dann immer die Möglichkeit mit Nulleul die Vertiefungen zu malen und ja, es wirkt einfach im Gesamten dadurch, finde ich, eigentlich schon sehr stimmig. Zu Beginn hatte ich überlegt, das Ganze auch mit der Airbrush zu machen, habe mich aber dann letzten Endes dann doch dagegen entschieden, weil nicht jeder, der eventuell hier meine Videos sieht, hat zu Hause eine Airbrush und ich möchte schon, dass das, was ich euch hier zeige, wie ich vorgehe, auch für jeden von euch rekonstruierbar ist, dass man sagt, okay, ich habe es gesehen, ich kann es vielleicht nachmachen oder mich daran orientieren. Wie gesagt, das, was ich hier mache, ist im Endeffekt einfach nur zu zeigen, wie ich vorgehe, wie ich das Ganze bemale. Das ist also jetzt kein... Ja, es ist jetzt nicht die Grundanleitung für jeden, wie er es zu machen hat oder machen soll, das auf gar keinen Fall. Hier geht es einfach nur darum, zu zeigen, wie ich das mache, wie ich meine Figuren, meine Miniaturen bemale. Und da möchte ich, dass es für jeden auch rekonstruierbar ist, der vielleicht sagt, okay, wie geht das, wie kann man das machen, wie kommt man zu dem Ergebnis. Und dadurch habe ich mich auch hier jetzt bewusst für den Pinsel entschieden. Genau, das, ja, das Dach des Guten war so ein bisschen knifflig, weil ich habe es halt nicht abgeklebt, ich habe es einfach frei mit der Hand rübergezogen. Dafür hat es eigentlich ganz gut geklappt. Lasst euch bei sowas immer Zeit. Es muss nicht sofort alles sitzen, man kann auch Sachen korrigieren, das darf man nie vergessen beim Bemalen. Es nützt euch nichts, wenn ihr hundertprozentig akkurat malt, aber dann 10 Tage an einer Figur sitzt. Gerade dann bringt es nichts, wenn ihr vorhabt, eine Armee zu bemalen, die halt auch vielleicht für ein Spiel eingesetzt werden kann. Da muss man halt immer seinen Kompromiss finden. Sicherlich für jemanden, der sagt, okay, ich habe einfach nur Spaß, möglichst hochwertige Figuren zu bemalen. Der sitzt auch 8 Stunden, sage ich mal, an dem Kopf von einer kleinen Figur und arbeitet die perfekt aus und kriegt ein super Ergebnis, was man natürlich jetzt in der schnellen Zeit, wie ich es halt hier bemalt habe, nicht erzielt. Meine Intention ist es immer, Figuren zu bemalen, die insgesamt sehr gut aussehen, die mir gefallen, die möglichst sauber gearbeitet sind, sofern es halt in meinen Fähigkeiten, sag ich mal, liegt. Und ich versuche da auch einfache Wege zu gehen. Ich nutze wieder einfache Techniken und es ist halt immer ein Kompromiss. Man muss halt immer wissen, was will man erzielen, wo geht die Reise hin, was möchte man haben hinterher und entsprechend, muss man halt für sich einen Kompromiss finden. So, hier sehen wir zum Beispiel, da hatte ich den Imperial Knight soweit schon mal einmal zusammengesetzt gehabt
mit Patafix und da hatte mir das mit den gelben Knieschonern und solchen Dingen, hat es mir nicht gefallen und deswegen ja, habe ich dann an manchen Stellen einfach das Gelb nochmal übermalt. Und ich muss sagen, insgesamt doch war es für mich eine gute Entscheidung, da nochmal umzuschwenken. Es wirkt insgesamt recht schön. Also mir gefällt es, wie gesagt, sehr gut. Die Knieschoner auch hier nochmal umgemalt. Ja, auch hier, zack, aufgefallen, verdammt, ich habe einen Teil vergessen. Und zwar hier den Brustschild des guten Herrn. Tja, einfach übersehen und ja, wurde schnell nachgearbeitet. Also auch hier nochmal mit Avalon Sunset. Das Ganze bemalt, dann habe ich das Schwert abgeklebt, dazu habe ich spezielles Abklebeband genutzt. Und was wir jetzt sehen, ist, dass ich einfach nochmal mit dem Avalon Sunset entgegen, also Richtung Klebeband male, weil ich dadurch versuche, das Ganze nochmal so ein bisschen zu versiegeln, dass mir hinterher nicht allzu viel von der dunklen Farbe darunter läuft. Die Idee hatte ich deswegen, weil ich das vom Streichen der Wohnung kenne. Bereich abkleben, dann sage ich mal mit der Grundfarbe nochmal entgegengesetzt streichen, sodass man hinterher eine klare Kante hat. Und das hat an sich, hinterher werden wir glaube ich nicht heute in dem Video sehen, beziehungsweise ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht, das hat an sich eigentlich ganz gut geklappt. Erstmal das Abkleben, dann nochmal mit der hellen Grundfarbe, genau, dagegen. Und hier habe ich dann versucht, dass ich nicht in Richtung Klebeband male, um es halt einfach zu vermeiden, dass ich da einfach dann wieder ausbessern muss. Gerade das Gelb lässt sich natürlich nicht allzu gut ausbessern, wenn man mit so einer dunklen Farbe dagegen arbeitet. Na, ich habe das Klebeband habe ich von zwei Seiten jeweils dran geklebt. Ich wollte immer erst eins komplett rumkleben, also auf einmal von über die Waffe. Das ließ sich aber nicht so gut dann kleben und ich hatte dann oben große Lücken gehabt, deswegen habe ich mich dann entschieden, quasi von beiden Seiten einen Streifen zu kleben. Und das hat echt gut geklappt. Also, hatte ich auch so vorher an der Miniatur auch noch nicht gemacht gehabt. Und deswegen bin ich ja schon sehr zufrieden. Ja, sobald die Farbe dann drauf ist, habe ich direkt den Kleber runtergenommen. Ja, und das Hazard Stripe Muster war dann auch schon soweit fertig. Im letzten Video werde ich natürlich alle Teile nochmal genau zeigen. Und ja, so kommen wir dann auch langsam schon zum Ende des heutigen Teils. Wie gesagt, hier habe ich mal so kleine Details für den Raketenwerfer dunkel gemacht. Dann zum Schluss nochmal Avalon Sunset auf das Schwert, hier und da nochmal doch ein bisschen ausgebessert, aber das war an sich wirklich recht wenig, was ich ausbessern musste. Und ja, das war's dann für den heutigen Teil. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, um keines meiner kommenden Videos zu verpassen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.